Bayerische Tradition trifft Fine Dining. Im Goldenen Stern hat Markus gleich mehrere Trümpfe im Ärmel. Drei Sachen sage ich dazu: lebendig, leidenschaftlich, liebenswert. Und mit den drei Sachen werde ich die Augsburger heute überzeugen. Doch ganz so leicht lässt sich die Konkurrenz nicht abspeisen oder täuscht die verhaltene Reaktion? Na, schau, der Grinser bei Kathi, ne? Da kommt die Liebe zur bayerischen Küche richtig durch, ne? Schön. Der Wettkampf geht in die heiße Phase. Der Markus ist leider mein größter Konkurrent. Was soll ich sagen, Markus? Es tut mir echt leid. Wochenfinale in Augsburg und Umgebung. Wer erntet die meisten Punkte und holt sich den goldenen Teller? Im Ofenhaus macht 39 Punkte Tobias schon den Sekt auf, wenn er sich da mal nicht zu früh freut. 15 Kilometer südöstlich von Augsburg liegt das 200 Seelendörfchen Rohrbach. Bilderbuchkulisse, oder Mike? So, am letzten Tag in unserem Gastro-Wettkampf sind wir so richtig idyllisch angekommen. Ne? Von der Kirche runter spaziere ich, komme auf diesen tollen Betrieb, Gasthaus Goldener Stern. Das ist die Wirkungsstätte unseres coolen Markus. Das ist für mich richtig traditionell. Ne? Hoffentlich Familienbetrieb und dann von dem Jungen übernommen worden, weil das macht Spaß, ne? Wenn die Jugend hinterher prescht und sagt, jawohl, Mama, Papa, ich übernehme. Und das Ganze mit einer kleinen modernen Kante. Ne? Seit 1903 ist das Gasthaus im Besitz der Familie Fuß. Und wer bist du? Hallo, servus, ich bin der Markus Peller, bin 27 Jahre, seit 6 Jahren Sous-Chef im Goldenen Stern. Was macht euch und euer Lokal denn so besonders? Gibt's ein Erfolgsgeheimnis? Der Goldene Stern ist ein absoluter Familienbetrieb. Ich arbeite mit meinem Schwager, mit dem Stefan, in der Küche. Stets die Mutter und der Vater werken nur mit. Und meine Frau sowohl auch Stefans Frau arbeiten im Service an der Theke. Und es macht einfach Spaß. Das heißt, da brauchst du keinen kontrollieren. Die arbeiten alle für eine Geschichte, für eine Idee. Toll. Und die Eltern selber auch noch. Gut. Wir wollen hier im Goldenen Stern das Gutbürgerliche mit Fine Dining, bisschen Klassik, bisschen schön, mit Liebe. Und das wollen wir so ein bisschen vereinen. Also emotional verbindet mich mit dem Lokal wirklich das Herzblut, was da drin steckt. Wirklich, wir geben alles für den Gast. Wirklich, wir sind zufrieden, wenn der Gast zufrieden ist. Und wir geben jeden Tag unser Bestes. Vielen Dank. Ah, servus. Hallo. Wow, das gefällt mir aber. Hallo, hallo. Herzlich willkommen in den Rohrbach. Ja, hallo, hallo. Wer seid ihr denn hier jetzt? Was ist ja Familie. Hallo, wer bist du? Der Stefan. Stefan, und du? Susanne. Susanne, Entschuldigung. Angelika, hallo. Hallo, Kiddies. Hast du auch ein Gesicht? Hallo, Frau. Hallo, servus. Hi. Jetzt müsst ihr mich aufklären. Eigentlich suche ich einen Markus und irgendwie... erzähl mir mal. Der Markus ist unser Sous-Chef. Den haben wir eine Woche jetzt zum Essen als Belohnung geschickt. Also ich bin jetzt ein bisschen sprachlos, ne? Der Markus ist überhaupt nicht der Inhaber, nicht der Pächter, nicht der Küchenchef, das ist der Sous-Chef. Also der Stefan, glaube ich, war es jetzt, gell? Das ist eigentlich der Chef und er schickt seinen Mitarbeiter. Habe ich nicht mitgerechnet. Jetzt pass mal auf, wenn man hier oben steht in der Kirche, habe ich so runtergeschaut, habe ich als erstes gedacht, das könnte ein Familienbetrieb sein. Neue Handschrift, Gebäudeanbau habe ich gesehen. Wirtshauskultur, aber richtig peppig modern. Ist das richtig von mir eingeordnet? Definitiv. Definitiv? Ja, definitiv. Sehr cool. Der Mix aus Moderne und Tradition setzt sich bei der Einrichtung fort. Ein gelungener Spagat, oder Mike? Also ich habe das Gefühl, dass hier Altes mit Neuem also schön eingebunden worden ist. Ne? Also mir gefällt das unglaublich gut. Genau, das war auch der Plan. Ja, genau. Aber wir haben noch eine Kleinigkeit, die wir dir natürlich gerne zeigen. Okay. Dahin. So ein kleines Highlight. Ein kleines Highlight. Da hängt genau auch das Stück, was wir gleich bearbeiten werden. Da hängt, das Stück, was wir gleich bearbeiten werden. Da geht's um Fleisch, oder? Ja, kann man so sagen. Ja, das klingt doch ganz nach Mikes Geschmack. Mal sehen, wohin das verschwägerte Köche-Duo unseren Profi entführt. So, da zischt was. Bist du wahnsinnig? Coole jawohl. Küche. Also Entschuldigung, jetzt mal kurz. Ja. Von so einer Spielwiese können die meisten Köche nur träumen. Genau wie vom Blick ins Grüne. Der Einzige, der jetzt von der Größenordnung dieser Küche vielleicht noch mithalten kann, war der Tobi. Ne? Aber das ist ganz toll, alles neu gemacht. Da hat man sich einen Traum erfüllt. Dieses Gericht ist ein Gericht, das heißt wie offiziell in der Karte, damit wir es auch mal haben.
Variation vom Poldinger Lamm. Lamm im Vordergrund, genau. Aber verschiedenartig gegart, so höre ich das gerade raus. Genau. Rücken, da, Schulter, Fleisch angebraten, Gemüse genau. angebraten. Genau. Tomatenmark, Rotwein, vielleicht macht ihr es so wie... Nee, wir oder? Nur Gemüse. Nur Gemüse. Wir Gewürze, wir geben das Gemüse auch drauf, wir löschen nicht ab. Okay. Es wird abgedeckt im Ofen, 120 Grad, 4 Stunden gebraten. Aha, ganz eigene Philosophie. Toll, ne? Auch mal wieder was, für mich was Neues, ne? Dieses, es ist die Haxe. Genau, das ist die vordere Haxe, das ist der Fortsatz von der Keule dann im Endeffekt. Das zuzelst du irgendwie auseinander und das wird dann diese kleine Bulette oder Bällchen. Genau, die schmoren wir ganz weich. Ja. Wir zupfen alles klein. Das ist dann ein bisschen gebunden mit was? Ja, mit ein bisschen Ei und Panko-Mehl. Das klingt nach Neuzeit im Wirtshaus. Diling. Gibt's Mike, was ich machen kann? Du könntest gleich hier diese Bällchen formen. Sehr gut. Wie groß? Warte, nehme ich Ringe ab hier. 2 Euro. 2 Euro, passt, okay. Schau, und diese Masse darf ich jetzt zu kleinen Bällchen formen, ne? Runde Sache. Was war da jetzt noch mal drin? Also ich roll jetzt da die Abschnitte von, also Haxe, klar, genau. Aber auch ein bisschen Schulter, hast du gerade gesagt. Genau, gebratene Zwiebel, Schalotten. Aha. Dann kommt diese Haxe abgezupft mit rein. Okay. Verschiedene Gewürze, ein bisschen Ras El Hanout, ein bisschen Panko-Mehl. So ein japanischer Brösel ist das, ja? Eier, frische Kräuter. Für die Bindung so ein bisschen, gell? Genau. Und ein bisschen Lammsoße noch dazu. Okay, passt. Dann musst du dem Lamm ja jetzt nur noch die restlichen Stücke aus den Rippen schneiden. Du hast das Ding auseinandergelegt schon? Genau, jetzt schön. Aus dem Mantel? Kleine Mädchen aus hier. Ja, zuerst zu Miet gegart, 15 Minuten, 54 Grad. Und dann rausnehmen, nur noch nachbraten oder eben grillen in diesem Fall. Genau. Was hast du da Schönes? Das ist so eine Art Brotgewürz, also Fenchel, Anis, Kümmel. Mal was anderes als der Klassiker Rosmarin. Fleisch und Gewürze sind eingetütet. Was nun? Ganz schonend in dem Sous-Vide-Becken, vakuumiert in einem kleinen Beutelchen, gart das bei niedriger Hitze. Ne? Also es heißt ganz zart, ganz sanft, mit schön viel Vorsicht. Ist das fertig? Ja, ist fertig. Das heißt, wir haben gleich Grill-Session. Jawohl. Fürs richtige Grillaroma nutzt Stefan ein ganz besonderes Teil. Oh, schön. Keramikgrill kann man indoor machen, gell? Schön auf Holzkohle. Genau, wir haben im Endeffekt Vollgas. Wir nehmen eigentlich nur zum Nachbraten hauptsächlich her. Ja. Wir fetten ein bisschen. Ja, mit dem eigenen Fett, sage ich jetzt mal. Jetzt kriegt er noch mal so richtig diesen Geschmack vom Holzkohlegrill. Was hast du jetzt gemacht? Du genau, das ist ja unsere Sättigungsbeilage für heute. Das sind Kartoffelrouladen. Also das ist ein Nudelteig mit einem Knödelteig und mit Frischkäse verfeinert. Die braten wir jetzt links und rechts schön an. Das auf der anderen Seite vorbereiten auch, genau, ne? Schön knusprig werden. Auch witzig, ne? Kartoffelrouladen, Nudelteig, Kartoffelmasse, das ist doch auch mal was wir nicht jeden Tag hier sehen. Da habe ich jetzt schon mal so Türchen aufgestellt. Da haben wir schönes Guanciale-Öl. Guanciale? Also Guanciale, das ist in dem Sinn ein Speck aus der Backe. Mhm. Backenspeck. Mhm. Der ist schön. Geschmacklich total intensiv. Top, ne? Genau. Und darin machen wir jetzt unsere Bohnen. Genau, die haben wir eigentlich schon vorbereitet. Also blanchiert. Blanchieren heißt im kochenden Wasser eigentlich bis halt auf bis runtergekühlt. Ne? Genau. Und da haben wir jetzt verschiedene Schnittarten. Da geben wir jetzt einfach ein paar welche dazu. Alles außergewöhnlich eben. Da kann Mike sich aber freuen. Ich marschiere mal nach vorne zu euren Mädels. Was haltet ihr davon? Ja, sehr gerne. Und lass mich dann mal mit einem Glas Rotwein bezirzen. Ja. Ich lade mich selber ein. Ist das okay? Gerne. Ja, alles klar. Aber ihr kommt dann, oder? Ja, wir kommen raus. Ja. Speisen mit Familienanschluss. Mal sehen, ob das Küchenteam seine Hausaufgaben gemacht hat. Vom Küchenstyle her kann ich gleich sagen, hochaufwendig, handwerklich, großes Kino. Also das, da brauchen wir nicht drum herum reden. Das ist toll, ne? So, und jetzt geht's ums Essen. Optisch gelingt die Gratwanderung zwischen traditionell und modern. Und geschmacklich? Präsentation finde ich super. Soße, toll. Es ist alles unglaublich handwerklich toll gekocht. Und wir müssen ein bisschen was auf den Punkt bringen. Schulter top gegart. Hast du gesehen, wie es durchrutscht? Das ist wie Butter, ne? Was haben wir hier für den Zuschauer? Ein Kohlechip. Ein Kohlechip. Genau, mit Aktivkohle eingefärbt und dann mit einem Wasseranteil und Mehl auf dem Grill ausgebacken. Gut. So, die Bohnen, das möchte ich jetzt auch noch kurz erwähnen, mit dem Crunch. Ich finde, das Gemüse wird unterbewertet, deswegen ist mir das wichtig auch. Mhm. Bällchen mit den Gewürzen, also es schmeckt toll, die Roulade toll.
Such den Fehler heißt die Sendung heute. Gibt's nichts, ne? Was ist los? Könnt ihr nicht mal was einbauen? Ich habe einen Job und man muss dann auch irgendwann mal sich zurücklehnen und sagen, top gekocht. Danke, das ist jeden Fall. Und zwar geschmacklich, optisch. Das ist für mich super. Habt ihr eine Idee, wie viele Punkte ich geben könnte? Hast du schon was gemalt, Alexander? Zeig mal her. Zeig mal die Kamera. Ob ich jetzt 10 gebe oder nicht, das behalte ich mir jetzt noch so ein bisschen für mich. Aber das wird jetzt richtig spannend. Da könnte es noch zu einer Verschiebung kommen. Wir sind soweit zufrieden. Die Reaktion war eigentlich durchwegs eher positiv. Und ich denke, ja, hat geklappt. Wir schaffen das. Abwarten. Die Konkurrenz hat schließlich gut vorgelegt. Leute, was für ein Wochenabschluss. Das ist Wirtshaus 4.0. Sensationell, hochaufwendig, Handwerk vom Feinsten. Wenn Sie jetzt nicht nervös werden und nichts schief geht, spielen die jetzt ganz oben mit. Und das zum Wochenabschluss. Wahnsinn.